Nein, nein, nein. Ja, Mist, egal. Ab jetzt können erste Wunden heilen. Okay. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Falsche Richtung. Gerade letzten Monat kaufte der Burg. So, muss er hier irgendwo sein. Oh. Nee. Mann. Immer noch auf der Jagd nach mir. Nein, warum? Ach, hier hat man ja das hier. Gut. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zu Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay. Dabei ist der Brief doch wichtig. Okay, ich muss wohl klettern. So. Nein, nicht doch. Damals auf der Konsole ist mir sowas nie passiert. Wirklich nie. Vielleicht sollte ich einfach einen Controller spielen. Schön weiterarbeiten. Bischero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de' Pazzi ist im Kerker. Ah. Die Bedrohung ist beendet. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberti. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Okay. Mutter und Schwester.
So, Schwester. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Das kriegen wir auch hin. Kuriermission ist verfügbar. Okay. Nee. Okay. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Was glaubst du, wo der herkommt? Napoli? Das könnte unser Mann sein. Ups. Laju, da. Nein! Nein, warum da rein? Ich wollte ums Eck. Auch noch hingepackt. Na gut, ich kämpfe gegen die. Na komm. Was für ein Kerl, was für ein Kerl. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Geh nach Hause, geh nach Hause. Okay. Noch haben die Wachen ja keine Waffen. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden, aber wenn es dann ernst wird... Du wirst eine große Klasse bereuen. Ich gebe auf. So schnell. Die Finger von meiner Schwester. Ja, vergiss es einfach. So ein Weichei. Und weil es so schön war, nochmal. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ups. Das wollte ich nicht. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Das war ein Versehen. Vorsichtig. Hey, Ezio! Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Okay, machen wir. Also, hört ja nichts anderes übrig, müssen wir machen. Ups. Sind ja nur 3 Stück, ne? Ja. Geht ja voll klar. Nur minderwertige Bronze herstellen.
Ja, die Dinger wachen jetzt auch. Das war im ersten Teil ja, glaube ich, nicht. Ups. Hallo? Ach, ich habe E gedrückt. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Denke ich eher weniger. Mutter. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Ja, das geht vorbei. Buongiorno. Buongiorno. Ja. Da sind wir. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Okay, das machen wir doch glatt. So, Ezio, was machst du so? Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Madonna. Wie nett von euch. Und los? Ach so, ich soll vorreden. Ich dachte, ich soll warten, bis wir mit mir geredet haben. Ja. Habe ich schon vergessen, wie das hier war. Okay. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch.
Gut. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Wir machen nie Ärger. Es soll Briefe für Giovanni überbringen und einen dritten am Taubenschlag abholen. Dann zu ihm zurückkehren. Okay. Ups. So, ist der erste Einzelne da hinten. Ups. Ach, hier ist ja wieder die Kirche. War mir nie so bewusst, dass sie direkt nebenan vom Haus ist. Okay. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. So, ach, hier ist noch ein Kästchen. Das ist aus 200 Geld, nimmt man immer gern. Ups. Ich höre jedoch was. Aber nicht hier. Hier drüben. Hier, okay. Ich habe eine Lieferung von Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Ja, erklärt euch. Fehlt nur noch der Taubenschlag. Nein! Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat, möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendprozession von Santa Cruz. Und einmal hier hoch. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, yes. Nein. Dann kehren wir mal wieder zurück. Nee. Naja. Auch gut. Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt. Aber das kann er schon, ne?
Vater? Federico! Oh. Serenzio, ja. Es tut mir so leid, so leid. Falsche Taste gedrückt. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter. Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Warum denn das? Keine Ahnung, ich habe halt irgendwie falsch gedrückt und dann wurde ich geschlagen. Naja, passt schon. So, laufen wir zum Knast, ne? Der ist halt auch den ganzen Tag dasselbe. Was glaubst du? Der kommt mir bekannt vor. Ach, okay, hier komme ich nicht weiter. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung und für die Bestrafung. Der Weg war hier hinten rum irgendwie. Ich habe gedacht, vielleicht geht das ja trotzdem. Aber Pustekuchen. Nicht doch. Ja, ich kriege schon. Nee. Und woher weiß er, dass Vater hier oben ist? Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Anetta? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sag mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Ah, ich habe meine Kamera nicht ausgemacht. Ich Idiot. Er ist bewaffnet und hat einen Bogen, aber lässt ihn fallen, weil wir keine Waffe haben. Das ist schon lieb von ihm, ne? Nee, schnell weg. Der ist ziemlich gut mit der Große da. Kommt mir bekannt vor. Kenne ich euch nicht irgendwo. So, geschafft. Eine Sondersteuer erhoben werden. Alle Schiffe, die den Hafen schnell aufs Dach. Müssen gemäß ihrer Ladung eine einmalige Abgabe entrichten. Kann ich so zwischendurch speichern? Offenbar nicht.
So. Schaffen wir das noch in 5 Minuten? Weil danach wollte ich noch eine halbe Stunde was anderes spielen. Ja, doch, doch. Das schaffen wir bestimmt. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ja, hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall diesen Mantel an. Die Montur, Rotte, wie auch immer. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr also? Du entkommst nicht. Dass du stirbst. So, naja. Gut. Problem gelöst. Bei den Teil kann ich halt nicht einfach so am Stück durchspielen, fast an einem Tag wie den ersten. Der erste ist ja richtig kurz nur. Deswegen drücke ich das gar nicht erst. Hey. So. Brecht ihm die Beine, dann komm! Hä? Und er kann einfach direkt kämpfen, ne? Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. Dass er mich niederstechen kann nachts, oder was? Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Jo, haben wir geschafft. Dann würde ich auch sagen, für die YouTube-Zuschauer später, dass wir hier die Aufnahme erstmal pausieren, beenden. Und das gerne Like, Abo, Kommentar da und bis zum nächsten Mal. Ciao.